Hallo und herzlich willkommen, liebe Zeuge und Zeugerinnen, zu einer neuen Staffelaufnahme von Factorio. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich freue mich, dass das auch bei euch auf Gehör stößt. Beziehungsweise, dass ihr viel Spaß habt. Wie wir sehen, rote Fläschchenproduktion, die ist da. Allerdings haben wir hier ein Problem mit der grünen Fläschchenproduktion. Und da wollen wir uns jetzt mal kurz das Ganze etwas genauer anschauen. Uns fehlen Greifarme. Und uns fehlt viel mehr Elektrizität, beziehungsweise elektronische Schaltkreise. Und was fehlt uns hier an der Stelle noch? Irgendwas läuft hier verkehrt. Eisenplatten. Ja, lol. Wir haben vergessen, die Greifarme dahin zu setzen, die roten. Ja gut, das Problem kriegen wir natürlich gelöst. Da haben wir nicht aufgepasst. Ah, ihr habt es wahrscheinlich schon geschrieben und ich habe es natürlich nicht gesehen, weil jetzt erst die neue Aufnahme begonnen hat. Da soll es auch vielleicht richtig ausrichten. Warte. Vielleicht dann das Ganze einmal so. Und das ganze gute Ding hier drehen. So, da haben wir nicht aufgepasst. Aber jetzt kommen hier auch wieder unsere Förderprogramme. Laufmarsch. So, da würde ich fast sagen, wir bauen hier gleich aus. Wir werden das Ganze mal ein bisschen erweitern. Haben wir hier schon ein bisschen geplant. Und entsprechend machen wir das jetzt mal hier weiter. Die Stromleitung müsste ich auf jeden Fall noch einmal verändern. Bevor ich die verändere, machen wir es so. Und wir benötigen als nächstes Montagemaschine 1. Können wir denn schon Montagemaschine 2 bauen? Nee, können wir noch nicht. Was benötigen wir denn theoretisch für Montagemaschine Nummer 2? Schauen wir mal. Montage. Automatisierung 2. Ja, okay, da sind wir leider noch nicht. Automatisierung. Automatisierung. Die haben wir. Automatisierung 2, die benötigen wir als nächstes. Gut, jetzt sind wir erstmal bei der Materialverarbeitung. Und dann als nächstes wäre dann die Automatisierung 2 an der Reihe. So, grüne Fläschchenproduktion läuft wieder an. Also auch das läuft. Damit ist das auf jeden Fall erstmal okay. Dann würde ich sagen, wir bauen trotzdem mal ein bisschen aus. Und setzen hier auf jeden Fall nochmal einen weiteren, sowie auch da noch zwei. So. Und so. Ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier machen, dass das System hier auch weiterhin entsprechend funktioniert. Die Ablieferung würde ich vielleicht jetzt so machen, dass wir das mal jetzt so im Kreislauf lassen und hier einen neuen Kreislauf sozusagen bilden. Das klingt, glaube ich, nach einem ganz guten Plan. Dann werde ich hier entsprechend... Ah, okay, jetzt sehe ich hier schon die Problematik, dass wir natürlich die Eisenplatten jetzt entsprechend da oben haben. Die müssen ja sozusagen auf diese Linie. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir brauchen ja auch da die... Ne, brauchen wir die Eisenplatten? Das weiß ich gar nicht. Die stauen sich da nur, ne? Warte mal, die Eisenplatten, die runter, macht doch, glaube ich, gar keinen Sinn. Ne, doch, brauchen wir, klar. Eisenplatten, Zahnräder und das. Also ne, Eisenplatten müssen auf jeden Fall auch hier runterkommen. Okay, ja, wie machen wir das jetzt? Das geht da weiter, das geht da lang. Eisenplatten, Eisenplatten, Eisenplatten. Wo kommen denn die Eisenplatten jetzt eigentlich weg? Ah, von hier oben kommen die weg. Okay. Genau. Ja, jetzt sehen wir das hier, im Endeffekt die Schaltkreise. Hier reicht unsere Eisenproduktion jetzt gar nicht aus. Wie sieht es denn generell aus mit Eisen? Ich glaube, da wollten wir auch was verbessern.
Wir brauchen mehr Öfen. Sehe ich das richtig? So, das dahin, das dahin, das läuft. Theoretisch gesehen brauchen wir mehr Öfen. So, hier sind noch 5 und 9.000. Das wäre okay. Dann mal überlegen, wie mache ich das jetzt am besten. Hier staut sich ja schon. Hier jetzt nochmal was dran zu setzen, macht, glaube ich, wenig Sinn. Wir sollten vielleicht jetzt hier oben die auffangen. Das heißt, wir lassen mal hier das Band erstmal entsprechend weitergehen. So, jetzt wäre es cool, wenn wir hier natürlich einen zweiten drauf kriegen. Brauchen wir einmal ein unterirdisches Fließband und wir benötigen einen elektronischen oder elektrischer Erzförderer. So, mal überlegen. Das müsste ja dann in der Theorie hierhin. So, dann kommt das da drauf, ne? Und dann gucken wir mal. 3500 ist jetzt nicht so viel. Muss mal nochmal drauf achten dann. Ansonsten, warte mal, wir können den auch hier. Komm, wir setzen den hier schon hin. Aber hier 10k. Das ist okay. Und dann brauchen wir hier einmal Strom. Und dann geht das hier zumindest schon mal vorwärts. Sehr schön. Genau, jetzt geht es hier auf der zweiten Seite auch weiter. Das passt erstmal. Und jetzt brauchen wir hier ein paar Öfen. Am besten ungefähr das gleiche Prinzip. Nur sozusagen einmal spiegelverkehrt. Nee, ist das Spiegel? Doch, ist glaube ich spiegelverkehrt. Das dahin. So, jetzt müssen wir die Kohle natürlich auch noch da hochbekommen. Das ist jetzt wieder eine relativ blöde Sache. Dann nehmen wir mal ein Tellerfließband. Und unsere fortschrittliche Materialverarbeitung ist abgeschlossen. Aber erst noch das Tellerfließband gebaut. Und dann können wir ja mal gucken, wie es ausschaut. So, das haben wir fertig. Das heißt, wir gehen jetzt auf die Automatisierungsstufe 2. Oder halt, nee, halt, stopp. Wie sieht es denn aus mit den Hochöfen? Komme ich da an die jetzt dran? Ja, stimmt, die habe ich jetzt ja. Halt! Wenn ich die jetzt habe, wenn wir die jetzt haben, benötigen wir jetzt Stahl. Okay, wir müssen trotzdem hier erstmal noch was umbauen. Das macht natürlich Sinn. Dann heißt es jetzt definitiv hier Automatisierungsstufe 2. Und dann benötigen wir als nächstes einmal Stahl, beziehungsweise, wo kriege ich das jetzt her? Stahl muss in Schmelzöfen hergestellt werden aus 5 Eisenplatten. Ah, okay, wir müssen den Stahlprozess weiter verarbeiten. Das macht gar nichts. Dann würde ich sagen, aber hier mal Komplettkommando zurück. Das reicht erstmal aus. Ich meine, wir kommen trotzdem relativ schnell mit der Forschung weiter. Das heißt, wir machen mal alles jetzt retour. Wir lassen das mal noch so weit hier auch erstmal alles wieder weg, dass wir uns nicht durcheinander kommen. Hier produzieren wir uns jetzt eine schöne Stahllinie. Ich denke, das macht Sinn. Das würde ich ganz gerne hier vorne bereits machen. Das heißt, wir müssen jetzt hier den Stahl ja nur einmal schmelzen. Jetzt brauchen wir die Kohle aber auch noch. Ah, ja gut, temporär halt. Warte mal, wenn wir das temporär benötigen, was spricht denn theoretisch dagegen, wenn wir das mal temporär hier stattfinden lassen? Wir brauchen ja nur einen Stahl. Sobald wir den haben, können wir alles mit Elektrizität machen.
Also nicht ein Stahl, aber ein Schmelzofen. Wir versuchen es mal so. Lade den und lade das. Setze das und setze das. Und da ist die Automatisierung 2 auch schon fertig. Ja, Wahnsinn. Und dann machen wir es jetzt so folgendermaßen. Wir holen uns hier jetzt mal die Kohle. So, ne? Machen das. Wobei, warte mal. Falls wir doch mal umplanen müssen. Machen wir es vielleicht doch gleich anders. Und zwar, ich lasse hier die Kohle einmal rüber wandern. Jetzt soll es ja so sein, dass im Endeffekt alles auf die Seite da geht. Na gut, machen wir es mal so. Dann am besten hier so durch. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall erstmal unterirdische. Okay, da fehlen uns gerade Materialien. Kuh. Ne, warte mal, wie konnte ich das wegmachen? Mit R? Ne. Mittlere Maustaste war es, genau. Dann müssen wir einmal ganz schnell uns hier schöne Stahlplatten besorgen. Fahren wir das ganze Ding einmal leer. Dann haben wir wieder ein bisschen was. Und dann müssen wir auf jeden Fall hier das auch alles anpacken und verändern. Gar keine Frage. So, erstmal zwei unterirdische Fließbänder. Ja, okay, komme ich aber. Das ist ja schlecht. Das ist natürlich. Schlecht. Jetzt habe ich hier zu wenig Platz. Wie probiere ich das? Kann ich hier? Hier könnte ich zwar hin, aber dann habe ich hier das Band wieder in der Nähe. Das ist auch nicht so klug. Bringt uns auch keine Punkte, aber das hier. Und dann können wir nämlich das darüber, ne? Das heißt, das kann schon mal verbunden werden. Dann kommt hier schon mal das hin. Alles nur wegen der Kohle. Und dann brauchen wir das noch einmal. Dann gucken wir noch mal, was die Automatisierung jetzt uns als nächstes vorschlägt. Steinmauern, ja, können wir eigentlich erstmal alles mitnehmen. Wobei, vielleicht jetzt mal die Landaufschüttung. Wer weiß, für was muss man benötigen. So, sollte auch relativ zügig gehen, denke ich. Das heißt, jetzt müssen wir wieder hier. Nee, so nicht. So. So. So, dann wird hier die Kohle gestoppt, hier wird sie geteilt und dann geht die jetzt hier hoch und dann kommt die jetzt gleich hier raus. Dann hätten wir schon mal diesen Schritt soweit. Ja, dann müssten wir die Kohle theoretisch gesehen auf dieses Band hier führen. Also da muss die Kohle hin. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein paar Greifarme. Die produzieren wir mal selber. So und so. Ne? Dann müssen wir hier einmal das hin. Jetzt ist die Überlegung, wie mache ich das? Also das ist ja eigentlich nur so ein Notbedarf. Ja, komm, wir machen es jetzt hier folgendermaßen. Setzen das da hoch. Das da dran. Und dann wird hier schon mal geladen.
So, jetzt haben wir natürlich nirgendwo, wo ausgeladen wird. Das ist natürlich jetzt wieder sehr schlau gewesen. Wie lasse ich ihn denn mal ausladen? Am besten dann rote Greifer. Ne? Das heißt dann im Endeffekt, der soll darüber und der sollte eigentlich darüber. Da fehlt der Strom, da steht der Mast im Weg, das heißt, das muss weg. Dann kommt da der Mast wieder rein und dann passt das. Sehr gut. Dann nehmen wir das und setzen das einmal da ein. So. Da das, wie gesagt, alles nur jetzt hier so provisorisch geplant ist, werde ich jetzt hier nochmal mir einen Greifarm gönnen. Werde diesen mit einer Kiste verheiraten und dann sollte das doch alles wunderschön da in die Kiste hinein. Ach, wir hätten noch eine Kiste gehabt, seht ihr. Manchmal sollte man auch in sein Inventar gucken. So, ja, perfekt. Also Stahlverarbeitung läuft bereit für unseren nächsten Schritt. Aber zunächst noch die nächste Automatisierung. Forschungsgeschwindigkeit 1. Auf geht's. So, also, ja, das sieht gut aus jetzt. Brauchen wir auch nicht irgendwie mehr. Ne? Also, jetzt fehlt es uns eigentlich wieder an Eisenplatten. Und da kommen wir jetzt zur nächsten Problematik. Jetzt müssen die Eisenplatten erstmal wieder rein. Wir haben jetzt zwar noch ein bisschen was, aber die sind halt relativ wenig. Wir können aber jetzt hier mal folgenden Trick anwenden. Wir werden die Eisenplatten, die ich jetzt hier habe, bei mir im Inventar, die werden wir jetzt mal hier aufs Förderband legen. Wie war denn das jetzt nochmal? Es war doch mit, war das nicht mit R? Ich hatte doch letztens noch mit euch gemeinsam geschaut. Warte mal, Gegenstand aufheben, ablegen. Ah, Y war das, alles klar. Dann wollen wir das noch schnell machen, bevor wir uns schon wieder verabschieden. Hallo? Y? Ach Gott, ernsthaft jetzt? Kann ich nicht mit einmal? Hä? Ich meine, letztens haben wir das irgendwie anders hingekriegt. Ja toll. Ja, dann machen wir es eben so. So, mischen wir ein bisschen. Also, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall unsere Eisenplatten ein bisschen weiter optimieren und dann sieht die Sache schon wesentlich besser wieder aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben und wenn ihr mögt, die verpassen wollt, empfehle ich euch, hinterlasst gerne ein Abo und aktiviert das Glöckchen. In dem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Euer Punky vom Team Punky Let's Zock. Bye, bye.